Servus Leute, ich habe nicht sauber gearbeitet. Letzten Winter habe ich ja die Pelletsheizung installiert. Da gibt's auch einige Videos dazu, schau mal. Jedenfalls habe ich ein Problem bemerkt. Und das hast du vielleicht auch, nur weißt du es gar nicht. Und zwar geht's um die Temperatur des Pufferspeichers. Die meisten von euch werden so einen analogen Temperaturfühler haben und die Heizung macht und hin und wieder schaut man, ob er eh warm ist, aber das kontrolliert man doch nicht, oder? Moment. Ich habe das ganze Jahr mit Loxon gesteuert. Jetzt schau dir mal diese Statistik an. Aber warum verliert dieser Pufferspeicher so viel und so schnell Temperatur? Naja, da kann jetzt so einiges der Grund sein. Das Thema ist ja das. Die Pufferspeicher werden da, wenn man online schaut, oft mit einem Wirkungsgrad oder mit einem Isolationswert angegeben von 99%. Wenn dem so wäre, dann müsste er ja, wenn ich den auf 70 Grad aufheize, auch relativ lange 70 Grad halten und ganz langsam müsste die Temperatur verfliegen oder abstrahlen hier irgendwo. Jetzt ist mir im Winter aber schon aufgefallen, dass dieser Raum hier relativ warm wird. Und am Anfang habe ich mich sogar ein bisschen gefreut. Ich habe mir gedacht, naja, da ist der Pelletsofen, da brennt was, das wird heiß und der strahlt halt irgendwie ab. Wäre ja cool, weil dieser Raum, da habe ich ein Luftfeuchtigkeitsproblem. Schau mal, ich habe da ein Video gemacht, wie ich das gelöst habe mit einem Lüfter. Und Temperatur hier drin macht das Ganze natürlich besser. Aber anderes Thema. Blöd ist nur, wenn ich hier den Pufferspeicher aufheize, der auf Temperatur geht und diese Temperatur wieder hier im Raum abstrahlt. Denn mit dieser Pelletsheizung möchte ich ja eigentlich nur meine Werkstatt heizen. Ich weiß, es ist sehr größenwahnsinnig in diesen Zeiten, aber habe ich das Projekt halt gestartet, bevor der Wahnsinn losging. Auch da wieder gibt es ein Video, wie ich meine Werkstatt präsenzgesteuert, also ich gehe rein und in 10 Minuten heizt der von 10 Grad oder von 5 Grad auf 20 Grad. Komplett irre. 70 kW Heizlüfter. Schau mal da um. Wurscht. Also, was kann jetzt der Grund sein? Ich habe ja alles fein säuberlich mit diesem beißenden Scheißzeug, mit diesem Top-Isolierzeug abgedichtet oder isoliert. Seht ihr, oder? Jetzt habe ich mir überlegt, vielleicht gibt es irgendeine thermische Zirkulation? Vielleicht gibt es eine thermische Zirkulation. Das heißt, damit hier dieses warme Wasser will ja aufsteigen, wissen wir alle, oder? Irgendwie durch eine Eigenbewegung nach oben geht und dann quasi über die Heizungsrohre, auch wenn die isoliert sind, da irgendwo Energie verloren geht. Hat mein Heizungsbauer gemeint, das ist eher unwahrscheinlich, weil es ist zwar schon so, dass der Mischer und so, das ist kein Sperrventil, also wenn der Mischer oder dieser Schieber oder die Umwälzpumpe, das dichtet nicht ab. Also nur weil die nicht läuft, heißt das nicht, dass da nichts durch kann. Es ist vermindert, es ist nicht so, dass es einfach vorbeirinnt, sondern da ist ein Schaufelrad, das Wasser durch die Rohre drückt, schaufelt. Das ist nicht abdichtend. Das heißt, da kann durch eine Eigendynamik auch Wasser an diesem Rad vorbei, aber da glaubt er eher nicht dran, dass das so ist. Naja, was bleibt sonst noch über? Schau mal hier. Es gibt gewisse Stellen, da habe ich mir gedacht, naja, was willst du da abdichten? Dann gibt es so Stellen wie hier, wo so ein Absperrschieber draufkommt. Die habe ich alle abmontiert. Muss ja nicht sein, dass man da nicht versehentlich was öffnet oder schließt. Das heißt, das ist noch ein Thema und ein Punkt, auf das ich gar nicht gedacht habe. Schaut euch mal das riesen scheiß Ausdehnungsgefäß an. Das hier ist komplett brach. Wenn der hier das Wasser aufheizt, dehnt sich's ja aus und irgendwo muss es ja hin. Deswegen hat man meistens in so Anlagen irgendwo, je nachdem wie groß die Anlage ist, einen kleineren oder größeren dieser Ausdehnungsgefäße. Und ich nehme mal stark an, dass man den auch isolieren müsste. Oder so Stellen wie hier, dass man sagt, man macht das sauberer und dichtet das noch besser ab. Oder hier unten, seht ihr das? Nein, seht ihr nicht. Das weiß ich schon noch, als ich das mal angegriffen habe, das ist schon warm, klar, weil da das direkt am Warmwasserboiler hängt. Also das muss ich noch abdichten, das Gefäß. Und der wesentliche Punkt, glaube ich, ist, dass dieser Pufferspeicher hier zwar außenrum isoliert ist und oben, aber der steht hier am Betonboden. Und ich bin mir fast sicher, dass man da unten, ich war leider in der Arbeit, als man den installiert hat, dass da unten die Isolation fehlt. Und ich glaube, dass bei vielen von euch auch so ist. Und auch bei mir im Haus habe ich geschaut, da ist der unten nicht isoliert.
Und ihr seht schon, das ist ziemlich beschissen, nachdem da alles angeschlossen ist. Gibt es jetzt hier hinten, ist der so, der wurde so zusammengefaltet. Und da ist hier, also das da, ist da. Und das kann man hochheben und dann kann man das auseinanderschieben. Dann kann man ihn vielleicht von hinten wegklappen. Das ist scheiße. Mal schauen. Wir werden hier eine Box herumbauen oder an die Wand anmachen, muss ich mir noch anschauen. Und diese Box werden wir mit so Dämmwollzeugs ausstopfen. Auf jeden Fall habe ich die Angst, dass da im Sommer warme Luft hier an diese kalte Fläche kommt und sich dann hier absetzt und das dann zum Schwitzen anfängt. Dann rostet es, dann schimmelt die Dämmwolle, dann ist alles scheiße. Das heißt, wir müssen es auch irgendwie abdichten. Den ganzen Bau dieser Box und die Dämmwolle und das ganze Zeugs, das machen wir im nächsten Video. Wenn ihr euch gefragt habt, warum es etwas still um mich geworden ist, was ist mit dem alten Mixer passiert? Naja, ich bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen. Also bei mir hat sich einiges getan, deswegen habe ich das Thema ein bisschen hinten anstellen müssen. Aber, wie ihr seht schon, ich habe da jetzt beruflich eine neue Chance bekommen. Ich betreue jetzt auch einen YouTube-Kanal, die Loxoperten. Ich verlinke den einmal unten. Und da geht es auch ums Thema Loxon. Wir haben jetzt ein Video gemacht zum Überspannungsschutz. Wie kann ich mich vor Blitzeinschlägen und so schützen, mein Miniserver, meine SPS. Und im nächsten Video, da geht es um den Spot. Also schaust du gerne auch mal vorbei. Also, ich mache mich jetzt an den Bau dieser Box für die Heizung. Und ich sehe dich im nächsten Video. Tschüss, Mixer!